Und damit ein herzliches Hallöchen und willkommen zurück bei Ark Survival Evolved mit Fritz und Spike und dem Koja. Wir sind hier unterwegs auf der neuen Map auf The Center. Und in der letzten Folge haben wir mal wieder ein paar Dodos. Es tut mir so leid. Ich schäme mich hart. Ja, es ist schlimm mit mir, ich weiß. Aber es ist auch einfach nötig, weil wir wollen ja schließlich was essen und brauchen heute. Und da muss man auch mal über seinen eigenen Schatten springen und den einen oder anderen Dodo lynchen. Die waren eh nur klein. Die hätten beim Thema Weltherrschaft gar nicht groß mitreden können. Die waren zu schwächlich. Sie waren zu schwach. Sie hätten es nie geschafft. Sie hätten es nie zu etwas gebracht. Ich habe sie nur erlöst. Sie verdienen den Titel Auserwählter nicht. Sie waren zu weich für diese Welt. Irgendwie klingt das schlimm. So, war hier noch ein bisschen Hähnchenfleisch? Nö. Aber 10-mal Hähnchen haben wir. Und ich hab im Offscreen, ich muss es ja zugeben, im Offscreen habe ich noch einen Dodo getötet. Der lief mir da gerade vor die Nase und da dachte ich, hey komm, Dodo. Level 33 Female. Level, was, Pan 30, 24? 24 Male. Brudermorde, nee, machen wir nicht. So, komm, wir braten hier das mal ein bisschen durch. Durch. Dann kann ich da mal wieder einen Slot füllen und habe auch mal wieder was dabei. Und dann machen wir uns in dieser Folge mal ein bisschen auf und reisen nochmal die Insel ein wenig ab. Ich bin ja zugegebenermaßen relativ, wie soll ich sagen, leichtsinnig. Ja, ich habe gerade nicht so arg viel Angst mit den Kollegen hier am Start. Andererseits könnten wir auch zurück, das ist ja gerade hier um die Ecke, und das Holz in die Lumber Station hauen, dass das weiter durchrattert. Und dann auf, ich glaube, das würde insgesamt mehr Sinn machen. Und dann auf Erkundung gehen. Weil wirklich, ich glaube, das ist jetzt wirklich nur um die Ecke. Wo bin ich überhaupt? Ich glaube, da hinten um die Ecke. Das müsste zumindest... Ich habe... Gott, oh Gott, ich habe überhaupt nicht drauf geachtet. Ich bin einfach immer gelaufen. Gelaufen. ja. Wie war das? Oh ja, verläuft sich selbst in seiner eigenen Badewanne. Ich wünschte, ich könnte mal den Gegenbeweis antreten. Wird schwer. Wird sehr schwer. So, da haben wir wieder Claystone rausbekommen. Also da können wir bestimmt schon 2, 3 Backsteine draus machen. Ich glaube... Ich bin mal gespannt, ob es da separate Steine für gibt eigentlich. Wo hole ich Clay her? Was ist das für ein Geplansche? Du, da geht einer planschen. Wo hole ich Clay her? Das ist die große Frage. Komm, so ein bisschen warten wir noch. Aber ein bisschen rohes Fleisch behalte ich auch, das mal wieder verderben lassen. Ich habe nämlich ja auch wieder ein paar Narco-Berries mit. Claystone. Bong. Kaputt. Oder ist das wirklich immer nur... Ist das wirklich immer nur Beigabe beim normalen Steineernten? Ist echt eine wichtige Frage, ne? Wenn du überlegst. Würde mühselig werden. Ich kann mir vorstellen, dass der Ertrag mit einer Metal Pick dann noch höher wird. Aber so ist er erstmal überschaubar. Das ist alles kaputt. So, genau, so wollte ich es. 10 Stück. Ast rein. So, das machen wir da rein. 10 Stück, wie viel? Ja, das ist gut. Dann machen wir das hier wieder auseinander und bis wir
daheim sind, ist das hier alles verdorben und verrottet. Dann kommt mal mit. Wir zwei beiden und das machen wir wieder weg. Na? So. Ab geht's. Tschüss. Stellt euch jetzt nicht in den... Kommst du vorbei? Gut, ansonsten hätte ich da dezent den Drängler darauf hinweisen müssen, wer hier Vorfahrt hatte. Wir kamen von rechts. Ja? Oh. Die respawnen aber schnell, wenn ich das mal so sagen darf. Schade, dass du nur Level 9 bist. Was hat er denn für ein Level? Level 11. Hm. Attack my target. Was war denn nochmal Attack my target als Pfiff? Muss ich mal gucken. Habe ich nicht mehr im Kopf. Oh. Oh, der Dodo ist als Kollateralschaden... Na komm, das machen die. Dankeschön. So, Stone Arrow wieder eingesammelt. Dann nehmen wir den auch noch auseinander. Ich ärgere mich immer noch, dass ich kein Häutungsmesser habe. Jetzt kam aber mal anständig was raus. So ist doch gut. Krass, ist da einfach der Affe respawn schon in der kurzen Zeit. Jübel. Na ihr? Komm, machen wir mal wieder. Das fand ich eigentlich so cool in der letzten Folge. Hat mir echt Spaß gemacht. Ich glaube, ich hatte es schon erwähnt, oder? Die Giganotosaurus habe ich an. Die sind auf der Vulkaninsel. Muss da hinten raus sein, oder? Wo war die Vulkaninsel? Ist die gerade... Ist die gerade nicht zu sehen? Ich weiß es gar nicht. Ich hoffe, ich laufe überhaupt richtig, ne? Ich habe, wie gesagt, irgendwie so ein bisschen die Orientierung verloren. Ich habe einfach nicht drauf geachtet, wie weit ich wann in welche Richtung gelaufen bin. Bin ja irgendwie in den Wald und dann so im Bogen zurück. Aber ich glaube, ich bin... Ja, ich bin ja einmal durch. Ich bin auf der gegenüberliegenden Seite hier. Na komm schon. Ich glaube, der eine ist überladen, oder? Sonst würde der nicht so hinterherhängen. Schauen wir mal ganz kurz, dass wir ihm vielleicht ein bisschen was rausnehmen. Dem guten Spike. Naja. Das kann ja jetzt eigentlich nicht so... So das Problem sein, oder? Na komm. So. Muss aber gehen. So, machen wir uns mal auf. Versuchen wir mal ein bisschen flotter zurückzukommen. Ich trinke mal was. Schönes Salzwasser. Hm? Ach, guck mal, da gibt es sogar eine Animation zu. Haut sich dabei die Spitzhacke in den Kopf. So trinkt man heutzutage. Spike? Ach, jetzt nicht. Nein, da ist ein Ast im Weg. Oh, ein Ast. Der steckt in meinem Auge, du Doofkopf. Reicht mir wieder ein Tuch. So. Ausoperiert. Notoperation. Triceratops aus Ast befreit. Heldentaten. So. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, müsste eigentlich hier unsere Heimat demnächst auftauchen. Hoffe ich. Ich spiele mal wieder ohne UI. Ich mag das einfach. Sag mal, irgendwie, wollte gerade sagen, war so leise. Die Dickerchen kommen nicht hinterher. Dann muss ich die auch noch ein bisschen ausladen. Ja, da ist sie, die schöne Vulkaninsel. Und wie gesagt, da sind dann die Giganotos zu Hause. Was hast du für ein Level? Achso. 36, eigentlich ganz nett. Sieht nur nicht so schön aus. Also für unseren Hauspapagei reicht es noch nicht. Mit dieses Geröll hier. Jedes Mal muss ich aufräumen. So, den Grill mal an, den ich letzte Folge fast nicht gesehen habe. Ist ja auch so furchtbar unscheinbar. Machen wir nochmal an. So, dann schauen wir mal. Hast du noch Narko? Hast du nicht. So, ihr bleibt nochmal hier stehen. Ich mach mal wieder an und wandle mich hier in die First Person. So, das nehmen wir raus.
Das nehmen wir. Obwohl, das nehmen wir mit. Kann ja nie wissen. So, wir kommen der 1000 näher. Das nehme ich wieder. Das kommt ebenfalls in den Kühlschrank. Das kommt in den Kühlschrank. Das hier so. Das war's auch schon. Mehr Kühlschrank ist nicht. Oh, ich bin überladen. Ich habe schwer alles hier. So. Zack, zack. Wahrscheinlich ist der auch gleich überladen hier, unser Kühlschrank. Halt. Kühlschrank. Da hast du noch. Oh, was haben wir? Was haben wir? Hähnchenfleisch. Bevor das verdirbt, müsste ich es eigentlich futtern. Naja. So, schauen wir mal. Ich hatte auch noch ein bisschen übrig hier. Übrigens habe ich so langsam wirklich die. Guck mal, das passt ja wie Arsch auf Eimer. Ah, Wahnsinn. Hab so langsam wirklich die Befürchtung, in Anführungszeichen, dass hier tatsächlich der Nebel auf dieser Karte deaktiviert ist. Na toll, es passt ja wie Arsch auf Eimer. Ich brauche Fleisch. Scheiße. Okay, wir nehmen mal das ganze Gedönsel hier raus. Bin ich wieder überladen? Zu überladen. Immer noch? Oh je. Ich muss noch was an meinem Gewicht tun. Ich glaube, die nächsten Level gehen doch nochmal auf Gewicht. Zack, zack. Komm, dann kommen auch die da rein. Was soll's denn? Was ein Gegrunze hier. Es ist ja unglaublich. Hier haben wir noch ein Spoiled Meat. Juhu. Komm, die hau ich jetzt weg. Ich weiß gerade nichts mehr mit anzufangen. Wir machen das so. Die brauchen ja auch was zu essen, die Guten. So, die Samen kommen noch raus. Und das kommt auch weg. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Das kommt rein, das nehmen wir mit. Das kommt alles rein. Du auch. Das bleibt drin, das kommt rein, das kommt rein. Und da bin ich jetzt wieder überladen. Na super. Warum? In dem bisschen. Unglaublich. So. Boah. Ich brauche dringend Gewicht. Ich muss auf Gewicht leveln, es hilft ja alles nichts. Die Samen sind so schwer. Das wird sein. Meine Samen sind so schwer. Ist klar. Ach, da oben haben wir. Ah, da haben wir noch so viel Stein. Das könnte es erklären. Weshalb wir so voll waren. Gut. Tja, nicht so gut. Ich brauche mehr Kisten. Oder beziehungsweise muss ich dann doch mal jetzt endlich die großen lernen, glaube ich. Weil irgendwie. Ne? Wird langsam doof. Müssen wir hier schon wieder Unordnung machen. Das hilft ja nichts. Die nehme ich mit. Bin so am Überlegen, ob es Sinn macht. Ja, es macht Sinn. Zweifelsohne macht es Sinn. Aber es Sinn macht halt jetzt mal loszuziehen und einen kleinen Fleischfresser zu zähmen. Muss ja jetzt nicht gleich ein T-Rex sein. Ein Raptor reicht mir ja auch schon. Zum Beispiel. Bin ja da ganz genügsam. So, kommt mal mit. Kommt mal mit hier rüber, wenn es irgendwie geht. Schafft ihr das? Wenn der Günni euch durchlässt, schafft ihr das, ne? So, und dann gehen wir da hin. Und schmeißen mal vieles von dem Holz hier rein. Dann können wir das wieder anwerfen. Ich weiß allerdings gerade nicht, ob das Erfahrungspunkte gibt. Das müssten wir eigentlich mal testen. Tak, 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 tak. So. Haben wir doch genug. Fast ein bisschen viel. So. Fast ein bisschen viel. Also gibt das Erfahrungspunkte? Nö, wenn's. Höchstens minimal. Also das ist jetzt allerdings eher. ...0,2 irgendwie alle paar Sekunden. Das könnte ungefähr... Ja, das könnte ungefähr damit hinkommen. Also ein bisschen Erfahrungspunkte gäbe es, aber das ist jetzt nicht so schlimm, wenn das läuft, während wir weg sind. Muss ich ganz ehrlich sagen, da heule ich jetzt nicht unbedingt hinterher. Insofern können wir ruhig auch auf Tour gehen. Und das hier durchlaufen lassen, während wir weg sind.
Boah, so langsam ist echt nervig mit den mit dem Gewicht. Kann auch echt nicht sein, dass ich nicht mal 200 Holz tragen kann hier. Boah. Schlimm. Da ist man so, da ist man so ein Luxus gewohnt vom anderen Server, ja, beziehungsweise was heißt anderer Server, vom Server, wo ich eben auch das Let's Play Together habe, wo ich Level, was bin ich da mittlerweile, 70 plus irgendwie, 71 oder irgendwas, und naja, ne, entsprechend hat man da ein bisschen mehr Gewicht, was man mit sich rumtragen kann. Und auch ein bisschen mehr Geschwindigkeit. So, da machen wir ein bisschen Holz, heben wir uns auf, ein bisschen Stein nehme ich auch wieder mit. So, 15. Was war nochmal das Kürzel, um 5 Stück immer zu nehmen? Ich weiß es nicht. Vergesse es immer. Immer. Immer vergesse ich das. So, wir schauen nochmal rein. Da ist meine Ausrüstung. Komm, die nehmen wir wieder. Bogen, kommen wir da. So, so, so. So. Und ja, Stein ist hier noch drin, den legt man noch rein. Boah, schon wieder überlebt. Das ist. Eieieiei. Eine Folge in Zeitlupe. Muss sein. Kisten sortieren. So. Mann, Mann, Mann. Und du? Hast du noch irgendwas gehabt? Ein bisschen Holz nehmen wir auch mit. Thatch und Fiber kannst du auch haben. Das packe ich noch raus. Das nehme ich noch mit. Und ein paar Beeren lassen wir halt drin. Und eigentlich wäre es nur fair und schön, glaube ich, wenn wir auch Günni mitnehmen würden, oder? Ich finde, Günni hat das verdient. Mal reiten wir mit Günni voran. Hinterher die Longcrest Seed. Okay, die kennen wir schon. Hinterher die beiden Trikes. Ja. Das fände ich gut. Wenn der jetzt nicht so überladen wäre, dass. Das heißt, Moment. Schau mal, Günni. Die nehmen dir was ab. Das sind coole Kumpels. Kannst du richtig stolz drauf sein. So Kumpels hat nicht jeder. So. Ich habe nur absolut Angst davor, dass mir Günni übelst aus dem Latschen kippt, wenn wir dem ersten halbwegs vernünftigen Gegner begegnen. Weil Günni mit 310 Leben ist eine echte. Ist eine echte Bank. Ja, ist ein echter. Ist ein echter Tank quasi. Also im MMORPG wäre er Tank. Ja. Ich frage mich gerade, was Günni im MMORPG wäre. Supporter. Oder so. Keine Ahnung. Halten wir mal in die Richtung. In die andere waren wir jetzt schon mal so ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, Dodo vor unserer Haustür. Cool. In die andere Richtung waren wir schon relativ ordentlich. Und insofern schauen wir mal in die. Wird natürlich prompt Nacht. Wenn ich sage, ich breche auf zur Erkundung, um die schöne Natur und die Inseln zu sehen, dann wird Nacht. Wir könnten es allerdings probieren. Komm, hier eh von den Trikes wieder einer einen Ast im Auge hat. Ich kann nicht, das piekt so. Wir können natürlich überlegen, ob wir es schaffen, irgendwie darüber zu kommen mit halbwegs gesunden Fußes, aber ich glaube, da ist tief. Schön, oder? Urlaubsfeeling. Urlaubsfeeling mit übertriebenen Reflexionen, aber ansonsten schon. Bacardi Feeling. Nee, nicht ganz. Fehlen ein paar Palmen noch hier jetzt gerade. Oh, jetzt geht gerade die Sonne weg. Ich wollte ein schönes Foto machen. Jetzt ist die Sonne hier am. Ach ja. So. Irgendwie. Oder? Da guckt er, der Günni. So, haben wir ein paar Urlaubsfotos fürs Urlaubsalbum. So,
Ja toll, jetzt wird es echt dunkel. Vor allem hier hinten. Super. Mein jetzt. Tolle, tolle Erkundungsfolge. Mach dir den Ast weg. So. Oh, ich dachte schon. Na, wen haben wir da? Ein Opfer. Oh. Guck mal, die spielen Dilo-Ball. Die Regeln sind noch nicht ganz definiert, aber... Fritz! 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 Der Dilo war Level 63. Level 63. Es tut mir so leid. Level 63. Ich wusste überhaupt nicht, dass Level 63 geht. Bisher war ich der Annahme, dass Level 60 das Maximum ist. Günni, was haben wir getan? Ich war der Meinung, dass Level 60 das Maximum ist. Wie gesagt, Schwierigkeit steht immer noch auf 0,5. Aber, ne, also 1,0 ist Level 120. Ich war jetzt einfach der Annahme, dass das irgendwie linear so weiterverfährt. Ein Mann nicht. Durchaus schade. So ein Level 63er Dilo hätte ich mir daheim hingestellt. So einfach nur als nettes, kleines, ewig fleischfressendes Haustier. Was einem die Haare vom Kopf futtert. Vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Ist da vorne ein Alpha-Raptor? Oh! Skorpion! Skorpion! Günni! Fritz! Spike! Rettet mich! Tut etwas! Ein Wasserskorpion! Wenn ich doch jetzt nur Narcotics hätte, weil ein Skorpion wäre echt wichtig. Was tut dieses arme Tier im Wasser? Hallo. Meint ihr, den kriegen wir irgendwie gezähmt? Das Problem ist nur, für einen Skorpion bräuchte ich, na gut, ich könnte... ein bisschen Primate herstellen, so Primate sage ich schon, ein bisschen Spoiled Meat herstellen. Der Günni steht da so ein bisschen unpraktisch. So ein Skorpion. Andererseits, bis ich einen Skorpion-Sattel bauen könnte. Guck mal. Jetzt läuft er da dem... Jetzt ist er aus dem Wasser rausgekommen, ist ja interessant. Komm, wir kriegen den. Hallo. Oh, das ist auch noch so ein schöner. Schau mal, wie cool der eigentlich aussieht. Oh, oh, ich glaube, gleich liegt mein Günni. Level 9. Ha. Hat sich nicht gelohnt. So, mal schauen. Vielleicht hat er ein bisschen Inventar. Hat er auch nicht. Wie war das? Chitin mit Axt, ne? Wie Haut. Sieht zumindest so aus, wenn ich die Beute mir so anschaue. So, Günni hat ein Level. Oh, guck mal, was der Torpor immer noch... Ein bisschen übel. Ging gut ab, muss ich sagen. Torpor ging gut ab. Ich habe das Rohfleisch absichtlich hier im Inventar. Soll ja ein bisschen verderben. Wir haben ja, glaube ich, 80 oder wie viel? Ja, 85 Narco-Berries. Also insofern, da ist noch einiges zu machen. Uppala. Uppala. Okay. Schon mal gut zu wissen, dass wir einen Spawn eines Binos direkt vor der Nase haben, mehr oder weniger. Ich habe keine Narkotik. Keine Narkosepfeile. Das ist leider schade.
Kann ich die lernen? Aber mit 13 Narkosefeilen kriege ich so ein Ding auch nicht gelegt. Ganz abgesehen davon. Trang war das, ne? Trang Arrows Level 20 erst. Okay. Tja. Ha, 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 ha. Ich fürchte nur fast, dass ich unsere Erkundung dann hiermit erledigt hat, weil im Dunkeln und mit Spino hier in der Nähe. Wie krass das einfach aussieht mit dem Vulkan da hinten. Okay. Hüni? Wir kehren wieder. Mit Verstärkung. Ich muss zugeben, mit so einem Despino, der macht mich jetzt schon. Der macht mich jetzt schon scharf. Also so ein Spino gleich am Anfang zu haben, wäre schon eine coole Nummer. War jetzt immer mit unserer Erkundung nicht gekommen, aber ich habe es in der letzten Folge ja auch gesagt, es bringt ja nichts, wenn wir einfach nur dumm losstürmen und dann gleich sterben. Dann bauen wir jetzt lieber noch ein bisschen, leveln dabei, kommen in Richtung Level 20, dass ich auch auf so einem Trike drauf sitzen kann. Zum einen und zum anderen, dass ich die Trank Arrows lernen kann. Wir haben so vieles, was wir lernen müssten, was wir bauen müssten. Das ist echt übel. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Mit den Anchor Points, die mir zur Verfügung stehen. Wir müssen früher oder später oder relativ schnell schauen. Jetzt spawnen hier Schildkröten wie Sau. Level 4. Level 2. Und Level 31. Ich bin ja immer noch auf der Suche nach einem Max-Level. Also wir machen mal einen Strich. Level 63 war es, ne? Nicht wahr? Ich glaube, Level 63 war es jetzt. Ist die große Frage. Oh Mann, immer woanders die ganzen Strahle. Immer komme ich nicht hin. Wir laufen außen rum, sonst verfangen sich die Trikes wieder mit dem Auge im Ast. Wir kennen das ja. Ist die Frage, eventuell ist 63 wirklich das Maximum? Weil die Zahl so komisch krumm ist. Normalerweise kannte ich das jetzt so, dass es irgendwie Level 2, 4, 6, 8 und so weiter gibt, aber nicht. Was weiß ich, Level 3. Und den Stein machen wir mal weg. So. Nehmen wir mit. Das klang nach Diedel. Irgendwie habe ich einen Dilo vernommen. Oder so einen kleinen, so einen Kompi. Könnte auch gewesen sein, aber ich meine. Eigentlich Dilo. Das typische Dilo-Geschnatter. So, sind wir wieder da. War eine kurze Erkundung zugegeben. Aber wir müssen einfach langsam anfangen. Level 63. Ja, irgendwie aber auch komisch, dass das sowas das Maximum wäre. Gut, dann breiten wir hier mal wieder das Fleisch aus. Und Level up. Wunderbar. Breiten wir mal das Fleisch aus. Habt ihr hier auch noch irgendwas? Nö, ne? Ihr hattet, glaube ich, nichts. Dem habe ich ein paar Beeren reingegeben. Doch, hier, da. Das hat man noch mitgenommen. Ansonsten müsste ich, glaube ich, alles, was wir so gesammelt haben, noch im Inventar haben. Hier ein paar Samen hat er noch. Das Fleisch braucht noch ein bisschen. Gut, bringen wir mal das Zeug rein. Achso, abpfeifen muss ich sie. Jo, ihr kommt da rein. Das kommt da rein. Das ist gar nicht mal wenig jetzt hier, was aus einem Skorpion rauskam. Das war auch dort noch. Zack. Und jo, der Rest ist okay. Ein
In 10 Minuten spoilt das erst. Insofern warten wir noch, bis das andere fertig ist. Dann lohnt sich's. So, und hier machen wir jetzt dann doch nochmal Gewicht. Hat mich ja so genervt. So. Boah, ist das schwierig mit den Punkten. Man braucht es für so vieles, dass man sich gar nicht traut, es überhaupt auszugeben. Storage Barrel beispielsweise hier to store goods in. Jetzt ist die Frage, macht das auch haltbar wie die anderen Barrels, die man zum Beispiel in der Pub-Decor-Mod hatte? Weapon Rack, Firewood Holder brauchen wir nicht. Small Stone Fans brauchen wir auch nicht. Big Stone Fans, da könnte man so langsam überlegen, macht aber auch wenig Sinn, aktuell da jetzt was reinzustecken. Es ist mehr Schnickschnack als wirklich sinnvoll. Lumber Pillar. Lumber Door. Ich würde ja eigentlich wirklich gerne mal dieses Lumber Glass Frame sehen. Allerdings wäre es dann wiederum fraglich. Wahrscheinlich brauchen wir dann wieder Kristall. Und das habe ich wieder nicht. Also die großen Schränke wären eine Option. Die nehmen wir jetzt erstmal hier, dass wir ein bisschen bessere Rüstung haben. Und dann würde ich fast sagen, wir heben es erst nochmal auf. Andererseits, so ein großer Schrank wäre mittlerweile auch bald schön. Gut, dann schauen wir mal, was wir noch an Haut haben. Cool. Hat sich voll gelohnt, dass ich das jetzt gelernt habe. Kacke. Ja, schön. Freut mich. Gut, dass wir mal drüber geredet haben. Was mir aber auffällt, ist, wir brauchen die ja auch noch. Dann lerne ich, baue ich wenigstens die. Da haben wir noch genug Haut für. Habe ich auch mal ein paar Schuhe an. Immer nur nackige Füße hier, das ist ja, geht ja nicht. Und ganz ehrlich, tschüss. War schön mit dir, liebes Hemd, aber fertig. So, und jetzt, ja, hier müssen wir mal irgendwie ans Reparieren, oder? Wisst ihr was, wir machen das jetzt mal so. Vielleicht ist das wegen der Thatch Foundations und in Kombination mit den neuen Wänden so. Vielleicht brauchen wir die Lumber Foundations. Ich probiere es einfach mal. Da sind sie. Oh, brauchen wir ein bisschen Thatch gleich wieder. Und dann mache ich mal eben, hole ich erstmal ein bisschen Thatch bei. Tack, tack. Tack. So. Obwohl das nicht ausreicht, ne? Wenn wir jetzt ein paar. Wie viel brauchen wir denn? Alter, wir brauchen viele. Ich will jetzt erstmal nur für die Wand. Das heißt also, hier haben wir 1, 2, 3, 4 sind das, ne? Oder? Ne, 1, 2, 3 sind das nur. 3. Und hier dann nochmal 2 mal 3. Ja, insgesamt 9 Foundations sind's. Zack, zack. Komm, Fiber nehmen wir auch nochmal mit. Insgesamt 9 Foundations. Kriegen wir die hin? Wäre ja was. Vor allem gibt das auch nochmal Erfahrungspunkte. Komm, so viel Zeit muss jetzt noch sein. Vielleicht kriegen wir es in dieser Folge noch hin. 2. Und es läuft immer noch. Ne? Es ist, wir sind ja doch schon wirklich eine ganze Weile unterwegs gewesen. Übrigens, gut, dass das jetzt hier gerade gar nicht packt. Lumber Foundation, nochmal 2. Da sind wir bei 5. So, und nochmal 2. Sind wir bei 7. Und die nächsten 2 schaffen wir auch noch. Und dann muss ich hier doch nochmal ein bisschen Holz reinschmeißen. Weiß gar nicht, ich glaube, so viel haben wir jetzt gar nicht mehr an Holz. Und nochmal 2. So, machen wir das. Und dann versuchen wir da drin mal alles zu ersetzen und Level Up. Yay. Cool, die geben scheinbar ordentlich Punkte. Wir haben ja gerade erst das Level Up vergeben. Sehr, sehr geil. Das ist gut. Dann geben die neuen Sachen scheinbar ordentlich Punkte. Also, dann zeige ich dasselbe Problem wie eben.
Schau mal, Wooden Wall kann ich lernen, ohne die Wooden Foundation zu haben. Dann mache ich das, weil die brauchte ich ja für die hier. Lumber Doorframe und Lumber Glass Pain Dings. Boah, ich bin jetzt einfach zu neugierig, gell? Ich weiß, das ist Verschwendung, weil es ein Deko-Element ist. Aber irgendwie bin ich zu neugierig. Bin zu neugierig, es tut mir leid. Wir wollen ja auch hier eine schöne Hütte haben und ich stelle mir das halt gerade so schön vor in Richtung Balkonien da vorne. So, jetzt, aber ich schätze, ich werde es eh nicht bauen können. Glas. Was? Glas? Ich brauche Glas? Wie kriege ich ein Glas her? Wie geht das? Scheiße. Ich dachte, ich brauche Crystal. Ich brauche Glas. Wie kriege ich denn das? Ich fürchte. Okay. Also ich fürchte, wir werden einfach die ganze Hütte abreißen müssen und komplett neu aus dem Boden stampfen dürfen. Weil hier wird augenscheinlich nichts ersetzt. Wollen wir es mit einer... Probieren wir es, oder? Oh, es funktioniert. Weil es bei den Wänden ja nicht geklappt hat. Da hat man ja das Problem, dass... Oh, es funktioniert. Gut, dass wir es probiert haben. Ich war jetzt gerade ein bisschen am Zögern, ob ich es wage. Manchmal wird Mut belohnt. Geil, der Boden sieht auch gleich viel, viel cooler aus. Bäm. Gut, dass ich nichts sehe hier. Was ein Haufen hier. Sehr geil. Dezent zerstörerisch alles hier. Und noch eins haben wir. Bäm. So, ich hoffe, sie sind auch alle gleich ausgerichtet. Sehr gut, gefällt mir. Das hier vor der Tür, das können wir erstmal lassen. Ja, dann... Wie kam ich denn auf 9? Ich habe übrig. Ist aber gut so. Denn... Hier. Haben wir ja auch noch. Das sind doch Foundations. Oder habe ich hier Seedings gebaut? Nö. Sind Foundations. Dann bauen wir hier noch 7. Das gibt wenigstens eine geile Terrasse hier. Boah, das freue ich mich. Okay, die kann ich jetzt nicht nochmal bauen. Ja, doch. Ich glaube, die Bude wird cool. Ich glaube... Ja, doch, doch, doch. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. So, denn die Folge ist jetzt auch mal wieder fertig. Herrje, lange ist sie geworden. Fast 40 Minuten. Meine Fresse, meine Fresse. Fast ein bisschen übertrieben, oder? Hm, naja, egal. Wir haben dafür ein bisschen, klein wenig mal vor die Haustür geguckt. Mal um die Ecke gelurrt, ja, mal geguckt, wer da so rumtrampelt, war ein kleiner Skorpion, ansonsten nichts Arges gefunden, aber wir werden das fortsetzen und ich werde irgendwie mal schauen müssen, wie ich an Dino komme, der Fleisch frisst. Irgendwie hätte ich ja schon gerne einen Kano, muss ich sagen. Ein Kano, denn, ja, nee, ich brauche jetzt erstmal einen Raptor. Dafür kann ich einen Sattel bauen. Also das wird so irgendwie in den nächsten Folgen schon auch der Inhalt werden. Andererseits will ich auch hier bauen, was aber hieße, dass ich hier alles einmal einruppen muss, weil das ist ja echt irgendwie total kaputt. Ich verstehe das nicht so ganz, weil das da oben irgendwie auch nicht passt, aber unten irgendwie schon. Ist es vielleicht gedreht? Inside out? Nö. Ich weiß es nicht. Wir werden die ganzen Wände nochmal abreißen müssen, uns dann anschauen müssen, wie es ausschaut. Hier ist auch so ein Abstand. Seht ihr den? Da? Da nicht. Also irgendwas ist hier mit der Foundation. Sieht man da innen was? Nö, nö. Hier sieht alles aus, wie als wäre es alles tutti. Ganz komisch. Verstehe es nicht.
Ganz, ganz komisch. Wir werden uns das nochmal anschauen müssen. Wir werden da nochmal in aller Ruhe schauen müssen, wie wir hier bauen. Wahrscheinlich reiße ich wirklich die ganzen Wände alles ab außenrum, dass wir nur noch die Foundations stehen haben. Werde die Foundation hier aber auch nochmal ersetzen dürfen, weil die passt nicht. Und dann machen wir hier in der nächsten Folge mal ein bisschen Hausbau und demnächst dann auch eine Dino-Zähmerei. Also, bis dann, macht's gut, ciao.